Wir haben Sie in Syracuse gewarnt, aber Sie haben darauf bestanden. Sie haben uns in Neukanaan betrogen, um uns zu vertreiben. Und als Caesars Hund sind Sie uns nach Zion gefolgt. Und jetzt stehen Sie auf heiligem Boden, ein Tempel für Gottes Ruhm auf Erden. Aber in unserem Tempel kann ein Tier nur geopfert werden. Kaliwocene Konservao. Sie verstehen mich, oder? Oder? Fremdmann! Kunamann, wahnsinnig! Er töten alle Weißbeine! Du reden! Du aufhören! Was? Du hast recht, wir werden dich töten, aber nicht so. Verteidige dich! Ja, okay, das will ich. Ha! Yukanoni Kumpame! Deja yo! Oh. Ah, das sind ja mehrere. Dieses Ende hätte ihn auch ereilt, wenn er auf den Knien gestorben wäre. Ja, aber dies ist wahrscheinlich für Wüstenpferde und Drehenvolk geschehen. Trotzdem. Dank ihrer Hilfe und Gottes Gnade werden die Weißbeine Zion nicht mehr belästigen. Lassen Sie uns Daniel suchen. Bis morgen ist nicht mehr viel Zeit und es gibt noch viel zu tun. Was denn? Haben wir doch alles getan hier. So, und willkommen auf Stufe 20. Ja, jetzt können wir Dead Money beginnen. Ach, was ein Scheiß. Haben wir doch schon lange durch. So. Und jetzt haben wir 17 Fertigkeitspunkte. Dann möchte ich das hier mal auf 90 bringen. Denn jetzt mit einem Dietrich und du können wir hier schon 100er Schlösser knacken. Ja, ha. So, und schleichen auf 44. Weiter. So, was haben wir denn hier? Sprint des Enzenmanns. Entdecker. Wird auf der Karte jeder Ort der Welt sichtbar. Einnahme von Nachbarschar Saft gewährt ihnen jetzt Boni auf Wahrnehmung. Nee, brauchen wir nicht. Auge im Auge. Für jedes verkrüppelte Körperteil verursachen sie 25% zusätzlichen Schaden an den Körperteilen ihrer Gegner. Für jedes meiner verkrüppelter Körperteile? Wahrscheinlich. Das Auge um Auge heißt. Und das hat man eh schon. Da nehme ich hier. Nee, ich nehme Entdecker. Oder Auge um Auge. Nee, ich nehme Auge um Auge. Fertig! Entdecker kann ich später auch noch nehmen. So, was haben wir denn jetzt? Aufsteiger! Und so wurde der Konflikt zwischen den Neukanaanitern und den Weißbeinen endlich gelöst. Die Einmischung des Kuriers kippte das zerbrechliche Gleichgewicht der Kräfte. Trotz ihrer Niederlage und dem Tod ihres Kriegshäuptlings bei Three Marys wurden die Neukanaaniter weiter von den Weißbeinen gejagt. Aber kaum, dass sie ihre Opfer in Colorado aufgespürt hatten, erkannten sie, dass das Blatt sich gewendet hatte. Die Weißbeine, die Hinterhalte der Neukanaaniter überlebten, wurden von Wüstenpferden gefangen, bevor sie den Great Salt Lake erreichen konnten. Als die Kunde von der schwindenden Macht der Weißbeine die 80er erreichte, brach Krieg aus. Am Ende des Jahres waren die Weißbeine ausgelöscht. Das Tränenvolk kämpfte an der Seite Joshua Grahams und der Wüstenpferde und wendete die Bedrohung Zions durch die Weißbeine ab. Als der Kurier und Joshua Graham Salz in der Wunde erschlugen, wurde ihr Sieg mit einem großen Gelage gefeiert. Die Verwandlung des Tränenvolks von einem friedlichen, unschuldigen Stamm zu einem stolzen Kriegervolk brach Daniel das Herz. Er fand nur wenig Trost in dem Wissen, dass sie in Zion bleiben würden. Die Unschuld des Tränenvolks war verloren. Nachdem sie geholfen hatten, die Weißbeine aus Zion zu vertreiben, kehrten die Wüstenpferde triumphierend heim. Sie blieben neutral gegenüber dem Tränenvolk, aber im Laufe der Jahre gab es immer wieder Spannungen und sogar Gewalt zwischen den Stämmen.
Die Neukanaaniter, besonders Daniel, versuchten zu vermitteln. Aber es war schwierig, den Streit zwischen den Stämmen zu schlichten. Die Vernichtung der Weißbeine in Zion markierte einen Wendepunkt im Schicksal der Happy Trails Karawanenkompanie. Alle 2 Monate traf sich die Karawane mit den Neukanaanitern zum Handel im Ziontal. Happy Trails kam bald zu neuerlichem Wohlstand. Die Verteidigung des südwestlichen Utah durch Tränenvolk und Wüstenpferde brachte die Happy Trails Karawanen hervor und erwies sich als Segen. Die Stämme vereinten sich gegen die 80er, vertrieben sie vom Highway 50 und erschlossen eine neue Handelsroute für die Happy Trails Karawanen. Obwohl der Kurier Joshua davon abhielt, Salz in der Wunde hinzurichten, fiel der Kriegshäuptling im Kampf. Nach dem Sieg bei Three Berries nahmen sich Tränenvolk und Wüstenpferde unter Joshua ihrer Kameraden an und verbrannten die Leichen ihrer Feinde. Er ging weiterhin unnachgiebig gegen die Feinde Neukanaans vor und zeigte wenig Mitleid für seine Gegner, und dennoch war er verändert. Er zelebrierte nicht länger die Brutalität und Grausamkeit, für die er in seinem früheren Leben berüchtigt war. Seine Dämonen waren, wenn nicht sogar ausgelöscht, zumindest besänftigt. Noch viele Jahre nach dem Sieg über die Weißbeine nahm sich Daniel der spirituellen Bedürfnisse des Tränenvolks an. So sehr er es auch versuchte, er konnte den stärker werdenden Kampfgeist des Stammes und ihre Verehrung Joshua Grahams nicht aufhalten. Entmutigt kehrte er zu seiner Familie und Dead Horse Point zurück. Sein Versagen verfolgte ihn für den Rest seines Lebens. Und damit verschwand der Kurier aus der Geschichte der Stämme Zions und ging zurück in den aufkommenden Sturm des Mojave-Ödlands. So, Leute. Da würde ich sagen, das war's mir mit Honest Heart. Bin ich kurz, muss ich sagen. Hier. Wir haben ja noch nicht mal alles erkundet. Stehen wir hier wieder am Anfang. Schauen wir nochmal auf die Weltkarte hier. So, was haben wir denn hier noch? Den Pine Creek Tunnel. Ja, Leute, dann mache ich hier jetzt mal einen Cut und bevor ich hier weitere Teile hochlade, sollen wir hier noch ein bisschen auf Entdeckungsreise gehen oder weiß gar nicht, wie viel wir noch zum Erkunden haben. Ha. Den Pine Creek Tunnel hätten wir noch. Ja, ich würde sagen, aber den machen wir gleich. Warum lange warten? Den machen wir gleich. Bevor wir hier Honest Hearts abschließen. So. Gehen wir doch gleich hier zum Tunnel. Und wo haben wir denn ihn jetzt? Hier den Weg entlang. Ja, genau. Und ein Jogjaubär. Ah. Denn hier gleich Großhornfleisch? Nee. Ach, hier geht's zu. Da geht man ganz friedlich über eine Brücke da und da wird man gleich von 2 Yu-Gi-Oh-Bären her angefallen und ein Großhorn. Und wir haben da fast keine Muni mehr. Das heißt, wir brauchen mal ein Maschinenpistölchen. Da haben wir noch ein bisschen was. So, und wir kriechen schon wieder. Haben wir eine Leiche. Komm, ich helfe dir. Ich rette dich. Ah. Oh, tut mir leid. Tschüss. So, der Pine Creek Tunnel. Ich habe zwar überhaupt keine Ahnung, was das sein soll. Oder was ich mir darunter vorstellen soll. Aber egal. Wir sind auf der Straße 9. Das war eher ein Tunnelsymbol. Der Tunnel 9. Und es ist ein schöner Tag. Keine Regenwolke am Himmel. Wunderbar. Da lässt es sich doch gut wandern.
So, wie weit haben wir es noch? Hier, noch nicht mal weit. Ach, da vorne sehe ich ihn schon. Den Pine Creek Tunnel. Ja, kommen wir da überhaupt rein? Und wenn, wo führt der hin? So, können wir den... Nee, den können wir auch nicht betreten hier. Kommen wir dann... Ach, da kommen wir gar nicht rein. Ach, schade. Und was haben wir hier unten noch? Na, ich steck mal weg, das Teil. Okay, hier unten haben wir auch nichts. Ja, war es dann das, oder wie? Was haben wir denn hier noch? Die Engelshöhle, Lager der Wüsten, Pferde und... Ich glaube, das war's hier. Gabelungslagerplatz. Ja, ich würde sagen, das war's. Was mich aber jetzt interessieren wird, wo habe ich denn eigentlich meinen Granatwerfer fallen gelassen? Obwohl, so können wir uns sicher nochmal kaufen, so. Allerdings habe ich nämlich irgendwo noch bei... Oder... Joshua drinnen war, habe ich ja noch meine Kiste. Hatte ich ja noch Zeug drinnen. Und jetzt regnet es hier. So, Höhle vom Weißer Vogel. Oder war das die Höhle vom... Joshua... Crossroads Höhle. Nee, da muss das Vogelhöhle hier. Muss das gewesen sein. So. Oder auch nicht. Nee, hier ist gar nichts. Was ist doch die Crossroads Höhle? Ich hab keine Ahnung. Wo war denn diese verdammte Höhle? War doch hier. Eben mal da rein. Nee, hier sieht's. Kojoten. Oder? Zwei auf einmal. Waren wir hier noch gar nicht drin? Anscheinend. Nicht. Also super, dann haben wir doch noch ein Plätzchen, was wir erkunden können. Hinsetzen, Baumstamm. Ja, setzen wir es mal nieder. Ach, immer so anstrengend hier rumlaufen und alles. Ja, auf wieder. So. Und Sie und Canyon. Wo sind wir denn jetzt? Ist mein Ziel auf der anderen Seite. Ach, keine Ahnung. Kenn mich hier nicht aus. Ach, wisst ihr was? Egal. Beenden wir das Let's Play hier an dieser Stelle. Ich pfeife mal hier zurück. Weiß nach Südpassage. So, es hat wieder aufgehört zu regnen. Wunderbar. Und da haben wir noch eine Kiste. Ist das die Kiste, wo wir unser Zeug abgelegt haben? Daniels Hut. Daniels Outfit. Licht in Dunkel. Ein Licht, das ist eine Knarre. Na, wie geil. Volkreides Kopfschmuck. Joshua Grahams Rüstung. Ist ja geil. Salz in der Wunde Helm. Salz in der Wunde Powerfaust. Und Schrift. Ich will jetzt mal die Knarre hier anschauen. Gegenstände! Ein Licht ins Dunkel. Mit der automatischen 45er kann man die reparieren. Ja, die sieht ein bisschen special aus hier. Keine Kimme im Korn. Kann doch was. Was hatten die für... Schaden pro Sekunde und 61 Schaden 30. Ist ja gar nicht mal schlecht hier.
Der Jagdrevolver hat zum Beispiel Schaden 31. Ja, okay. Was hat denn der Sturmkarabiner mit Schaden? 12. Ja, ist gar nicht mal schlecht. Ich glaube, da könnten wir uns ein bisschen was mitnehmen hier. Das wiegt ja eh alles nicht so viel. Was haben wir denn? Ha, Schutzwirkung 15, Gewicht 8. Ja gut, ich mache hier jetzt mal einen Cut. Und wir sehen uns dann im nächsten Fallout DLC wieder, wenn es heißt Old World Blues. Und damit bedanke ich mich und verabschiede ich mich. Und ich bin raus.